Es ist mir ein inneres Ja, heute hier zu sein. Ein innerer, intensiver Nackenkuss. Ich habe einen Text geschrieben zum Thema Prostitution, Sexarbeit. Und falls jetzt irgendjemand hier ist, der sagt, das Thema triggert mich so ein bisschen oder vor den Geräten, das finde ich nicht so geil, lese ich vorher noch ein kurzes Gedicht. Das ist übelst erotisch, das sollte man sich eigentlich anhören. Und dann geht's los. 4 Lippen, eine oben, eine unten, eine oben. 20 Finger und ihre Spitzen an 4 Händen mit je einem Arm im Schlepptau. Circa 4300 Hormone. 3 Tropfen Schweiß gleich am Anfang über einem rechten Auge. 60 Zähne, einmal mit Weisen, einmal ohne. Und 222 Schläge pro Minute im selben Rhythmus. Zehntausende Muskeln und Millionen Haare und Härchen und Haut. Und Haut und Haut und Haut. 3,5 Quadratmeter Haut. Und glühend heiß legen Züge voll Atem behutsam die Hände auf. Für 2 Minuten Trost. 4 Lippen, 4 Arme und Hände, 3 Tropfen und 3,5 Quadratmeter. Circa 4.500 Hormone. Und manchmal mehr. So, Dankeschön. Der eigentliche Text trägt den, wie ich finde, sehr vielsagenden Titel Pfui, aber geil, aber pfui, aber geil. Ein Mann bezahlt eine Frau, damit sie den Beruf ausübt, für den er sie verachtet. Es ist Sommer. Es ist Sommer und der Mann schwitzt unter den Achseln, an den Füßen, im Schritt. Er gibt ihr viel Geld, sie macht das schon lange, sie macht das sehr gut, sie kann das. Sie lacht ihm ins Gesicht, in den Nacken, wenn er geht. Vielleicht denkt sie, es sind ja nur Körper. Es sind nur Körper, aber nicht für die Männer. Für die Männer sind es Tempel und die Männer sind erleuchtet. Die Männer sind Männer. Es sind nicht bloß Körper, es sind Körper. Die Menschen sind Körper, die Körper sind Menschen. Die Frauen, die von den Männern bezahlt werden, haben die Männer an den Eiern. Die baumeln, richtungsweisen, machtlos, haarige, hörige Diktatoren der Männerkörper. Der Reporter fragt die Frau empört, aber du verkaufst dich ja. Die Frau sagt, ich verkaufe eine Dienstleistung, wie ein Friseur oder eine Therapeutin. Der Reporter sagt, boah, aber du gibst deinen Körper her. Also ich könnte das nicht. Die Frau schaut, als würde sie denken, wo fange ich da an? Und sie sagt, das musst du ja nicht. Der Reporter denkt vielleicht, weil er das so gelernt hat, aber eine Frau, die gerne mit vielen Männern schläft, das gibt es doch gar nicht. Nicht gern, nicht selbstbestimmt. Und wenn doch, dann spricht man nicht darüber. Das gehört nicht hierher, das gehört nicht zu uns. Das gehört hinter verschlossene Türen und Lippen. Der Reporter hat vielleicht als Kind gefragt, woher kommt das, dass wir das denken, dass die Sachen schmutzig sind? Und warum denken wir, es gäbe keine Frauen, die richtig Bock haben auf Sex? Nie, nirgends. Und wenn doch, dann ist das pfui. Ist das nicht bescheuert? Und vielleicht hat jemand gesagt, ach Junge, iss deine Erbsen und halt den Mund. Und schau der Arsch von der da drüben. Schau die Beine, schau der Bauch, schau der tiefe Ausschnitt. Schau der enge, dünne Stoff, schau die straffe Haut, schau die vollen Lippen. Schau der Blick und diese Attitüde. Pfui, aber geil. Aber pfui. Aber geil. Denn der Frau und ihrer Sexualität wird im bürgerlichen Kosmos ein klarer Platz zugewiesen, und zwar das eheliche Schlafzimmer. Sexualität mit Vorzeichen, nützliche, fruchtbare Sexualität zum Zweck der Fortpflanzung, das ist okay, das ist genehmigt. Aber hier und sonst nirgends, die Frau ist Ehefrau und Mutter. Der Mann bezahlt die Frau und sagt, er wird sie retten. Und als sie fragt, wovor, und er dann gar nichts sagt, da sagt sie, vielleicht vor dir? Und das Bürgertum rümpft die Nase und zieht sich zum Bumsen ins Schlafzimmer zurück. Na klar. Du wirst als Frau geboren, du wirst heilig oder Hure. Es gibt keinen dazwischen. Und die Huren sind Holla und Hui, aber Pfui, wie kann sie, die Dreckige? Die Heiligen sind selten, ein Kleinod, wie männliche Genies. Eine Farce genau genommen. Zurück zum Pfui der Hure. Das Pfui ist groß und stark. Das Pfui macht alle stumm und klein, die sich dem Pfui entgegenstellen. Der Mann sagt in einer anonymen Umfrage, er habe sich vor sich selbst geschämt, dass er das überhaupt nötig hat, für sowas zu bezahlen, für sowas, sowas Banales, für schmutzigen Sex. Das machen die anderen ja nicht, für sowas bezahlen. Die nehmen sich das einfach, oder nicht? Normale Menschen, die machen das doch so. Wer Nutten fickt, ist doch ein Versager. Ha! Schlappschwanz, Schwächling, Schwuchtel. Wer es nicht schafft, einen normalen Menschen zu ficken, der muss noch weiter runter im Dreck wühlen. Bah, pfui, aber naja, wenigstens geil. Ein Mann bezahlt eine Frau und begreift nicht, dass er die Hierarchie nicht begreift.
Eine Frau macht tausende Pubertierende auf YouTube verrückt, weil die Reichweite da größer ist als auf Pornhub. Eine Frau rappt ihre Klitze größer als mein Dick und vielleicht hat sie recht damit. Eine Frau nimmt Geld für sexuelle Dienstleistungen und sie spricht offen darüber. Und vielleicht ist das gut so. Ein Mann will sie spüren, also nimmt er Geld in die Hand, damit wenigstens sie ihn spürt und er sie. Ein Mann hat einfach gerne Sex und bezahlt dafür und er spricht offen darüber. Ein Mann wollte mal was Neues ausprobieren. Ein Mann bezahlt gerne viel Sex für guten Sex. Er sagt, wie guter Wein, wie eine Massage. Ein Mann genießt seine Machtposition. Ein Mann erfüllt seine Pflicht als Mann. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Bett einer Frau oder nicht? Manche sagen zu den Männern, die für Sex bezahlen, nicht Versager oder Schlappschwanz. Sie sagen Vergewaltiger. Und andere sagen dann, das entscheiden doch die Frauen, die das Geld bekommen für den Sex. Ob sie jetzt vergewaltigt wurden oder freiwillig bezahlt. Und dann sagen manche wieder, Prostitution ist immer Zwang und die anderen sagen, es gibt sowieso keine freiwillige Arbeit im Kapitalismus und ich habe es aufgegeben zu verstehen, was Körper in Wirklichkeit sind. Der Mann bezahlt die Frau auch im Winter, da ist es kalt, da braucht er Nähe. Er schaut ihr tief in die Augen und schwitzt. Er zieht seine Schuhe aus, es pocht zwischen den Augen. Sie schiebt die Zunge vor die Zähne, es pocht über den Knien. Es kribbelt an der Kopfhaut, es kribbelt im Schritt, er berührt sie. Der Mann schwitzt in den runden Ecken der Ohren und über den Augen, er schwitzt auf den Lippen und unter den Armen, die er nach ihr streckt. Vielleicht will er dann, dass sie kuscheln. Vielleicht will er Nähe und raubt ihr damit das letzte bisschen Intimität. Vielleicht will er alles von ihr, die Grenzen zum Schluss. Die Grenzen sind das Sahnehäubchen. Vielleicht aber auch so, der Mann respektiert die Frau und dann gibt er ihr Geld. Er gibt ihr Geld und dann erfüllen beide den Vertrag, den sie damit geschlossen haben. Sie schlafen miteinander im Wissen, dass eine Dienstleistung stattfindet. Danach geht der Mann nach Hause und die Frau auch. Und der Mann respektiert die Frau immer noch und sie tut das auch. Ein Mann bezahlt eine Frau, um zu bleiben, was er ist. Das fällt ihm nicht schwer. Der Mann bezahlt einen anderen Mann. Eine Frau bezahlt auch die Frau und dann den anderen Mann. Alle bezahlen einander und dann wird gefickt. Und ich blicke nicht mehr durch und ich habe dazu keine Meinung mehr. Ich schwitze nur manchmal und es pocht über den Knien. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, was das eigentlich ist mit den Körpern und dem Geld. Und überhaupt. Und dann denke ich, wahrscheinlich ist alles ganz einfach. Oder ganz schön kompliziert. Dankeschön.